Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Deponia. Ja, heute in der ersten richtigen Aufnahme nach dem Tutorial. Ja, und da würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Erstmal an. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. So, einmal aufmachen. Ah, da ist ja meine Liste. Meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ja. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ein Seitenschneider, natürlich denkt man sich da was bei. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Yay. Können wir mal machen. Okay. Entschuldigung, das war schon wieder eine E-Mail. Das nervt mich langsam. Schauen wir uns mal das Kissen an. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Ja, da hat er recht. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Also, schauen wir uns erstmal an, bevor wir die nehmen, aber das ist schon irgendwie... Wie ist die da bloß hingekommen? Wah, eklig. Aber immerhin haben wir eine Liste und wir haben eine Socke. So, wir können durchs Fernrohr schauen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, leider. Hat er da recht? Ich dachte, da passiert es läuft doch was anderes, wenn ich das mal... Naja, egal. Das ist das, da können wir nicht anklicken. Ich glaube, Leertaste war genau. Alte Fluchtpläne, schauen wir uns die mal an. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja, waren nicht übel, sagst du. Ein Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Dann schnappen wir uns das doch mal. Yay, mein Schweißgerät und eine Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Yay, ich schmier mir auch immer Öl in die Haare. So, eine Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Das ist aber schade. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat. Bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ja, vielleicht war was uns nichts drin, aber... Ja, können wir jetzt auch nicht ändern, wenn du sie nicht öffnen willst. Schauen wir nach oben, alles abgegrast. Jawohl. Und zum Wohnbereich. Eine Hausapotheke. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja, was hast du noch angestellt, Rufus? Postmenstruale Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Ich hinterfrag das nicht. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Öffnen wir mal die Toilettentür. Und gucken, was dahinter ist. Jo, was soll man da noch sauber machen? Das an. Pömpel. Das könnte nützlich werden. Nehmen wir den mit? Ja, ich wollte den Pömpel. Gibst du mir jetzt den? Da ist der Pömpel. So. Machen wir wieder zu. Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ja. Boah, was für eine Plörre. Sehr lecker. Die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. What the fuck? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ja, das solltest du vielleicht. Kann man vielleicht die Altöldose hier mit dem Waschbecken... Und weg damit!
Ja, jetzt haben wir Altöl ins Waschbecken. Können wir damit jetzt das Wasser? Hey, hier fehlt ja doch Öl. Verdammt. Ja, super. So, machen wir mal die Spindtür auf und tada, der Seitenschneider und eine mal Das Waschmittel. Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen Ja. ist abgebrannt. Ja, wahrscheinlich waren sie nur wieder sauber und der Dreck war ab. Und der So ein Seitenschneider. Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Egal, nehmen wir mit. Machen wir die Spindel wieder zu. Da ist die Zahnbürste. Sie verspottet mich. Na, warte. Greifen wir mal zu. Hoffe, sie Put, put, kriegen. put, komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, das brauchst du wohl. Oh, gucken wir mal Tonis Zimmertür an. Das ist Tonis Zimmer, die Höhle des Löwen oder besser die Natterngrube. Ja, können wir die öffnen? Oder nicht? Wir können in Tonis Zimmer. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ja, zusammen war. Ihr lebt in einem Haus. Und gestört ist, naja, untertrieben ein bisschen. Aber naja, schauen wir uns erstmal die heftige Memo an. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Oho. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Vielleicht hast du das ja auch nicht. Hinter Tonis Hütte. Ich würde sagen, kann man hier runtergehen? Ja, kann man. Nervige Memo. Wie viele Memos haben wir hier? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, vollgekrümeltes Sofa haben wir hier. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Fluchtapparat, okay. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabinüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja, mein. Nein, der packt jetzt nicht die Wasabi-Nüsse aus dem Sofa. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabinüsse in den Ritzen. Lecker. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, das heißt, wir haben jetzt Proviant. Und uns fehlt jetzt noch. Ups, so. Das haben wir. Das Es fehlt nur noch. haben wir doch schon. Naja, Socken fehlen. Uns fehlt nur noch ein zweiter Socke und die Zahnbürste. So. Okay, da sind wir wieder. Das ist gut. Ist hier noch irgendwas? Der Ofen können wir auch machen. Ist aber nichts drin. Herdplatte. Kalt. Ach nee. Da haben wir die Gabel. Ja, stellen wir mal einen Topf. Stellen wir mal einen. Und Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse Ja. es mal drauf ankommen. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ja, da hat er schon recht. Ja, zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ich auch nicht. Naja, öffnen wir mal die Kühlschranktür. Und eine Wie ist die da bloß hingekommen? gelbe Socke. Ja. Boah, was für eine Plörre. Noch mehr Plörre. Super lecker. Diese Mantel. Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt.
Ja, sicher. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Yeah, das heißt, wir haben jetzt drei Socken. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, sicher. Also, kein Idiot. Ist er ja nicht. Da müssen wir mal irgendwas für finden. Und eine Kammer können wir noch öffnen. Was verbirgt sich da? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Können wir mit der Gabel? Keine Chance. Ich komme. Nein, können wir nicht. Pömpel. Ja. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Yeah, aber wir können reinfassen. Ja, das war klar. Können wir Da noch stecke reinfassen. ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Ja, super. Dafür haben wir jetzt eine Mausefalle. Ja, dann hier ist nichts mehr. Nein, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hinter die Hütte. Danach vor die Hütte. Hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ja, aber Toni sagt, ich, das ist einfach, dabei können warte. wir vielleicht, ich gehe mal nach unten eben zu dem. Wir haben ja das. Egal, erstmal nach unten gehen zu dem Spülstein. Denn wir haben den Topf, den können wir da reinstellen. Dann. Jetzt haben wir einen Topf voller Ploche. Genau, dann können wir jetzt in den Topf doch das Waschmittel packen. Und dann packen wir die Komisch, gelbe. dass sie gar nichts zu meiner Wäsche sagt. Oh, das war jetzt nicht Ich bin so. zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ja, das heißt, Topf auf die Herdplatte. Und da müssen wir jetzt nur irgendwie die Herdplatte warm kriegen. Mit dem Handschweißgerät Um den vielleicht. Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Einen Und Haufen rein Zettel. damit. Ja, dann können wir den Haufen Zettel anzünden. Oh mein Gott. Okay. Und dann werfen wir jetzt die Ich bin zwar gelbe. kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja, und dann packen wir noch die blaue rein und dann sollten grüne rauskommen. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Jetzt müssen wir den nur irgendwie Autsch! rauskriegen. Verdammt, das ist ja heiß. Wir haben die Gabel, damit fischen wir uns jetzt raus. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ja, aber wir haben jetzt immerhin ein paar Socken, den Seitenschneider, den Proviant. Wir brauchen nur noch die Zahn. Mit der Mausefalle können wir die Zahnbürste vielleicht kriegen. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Jetzt. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ja, eine Zahnbürste braucht auch einen Köder, damit sie kommt. Die kommt ja natürlich auch nur zu essen. Das Gut, weiß gut, gut. ja. Komm zu Papa. Hab sie. Das weiß ja jetzt das kleine Kind, dass eine Zahnbürste zum Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. immer wieder zu essen läuft. Also, dass man Zahnbürsten mit Essen anlocken kann. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und packen unseren Koffer. Zahnbürste in den Koffer. Genauso. Zahnbürste, check. Check. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Sockenpaar. Socken, check. Und der Proviant.
Proviant. Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ja, was packen wir da aus? Die Zahnbürste, den Seitenschneider, den Proviant oder die Socken? Ich würde sagen, was wir nicht mehr brauchen sind, ist die Zahnbürste. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dann den Proviant. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dann den Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Ja. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Hoffen wir es mal. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ja, das war immer interessant. Also, natürlich glaubt niemand an uns. Und, ja, ich glaube auch nicht an mich. Und ich werde jetzt mal ganz kurz schauen, wie weit die Aufnahme denn ist. Ja, 17 Minuten sind rum. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier eine kurze Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die werden dann auch eigentlich wieder länger werden. Aber jetzt muss ich leider aus zeitlichen Gründen schon die Aufnahme beenden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr fandet es gut heute. Und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, willkommen auf Deponia. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.